So, da sind wir wieder bei Let's Play Emergency 2012. Wir spielen nochmal Mission 10, der Weltuntergangsprophet in Spanien. Ja, im Endeffekt ist es der Typ da, der... Der Anführer einer religiösen Sekte, die an den nahen Weltuntergang glaubt. Das ist das Problem gewesen. Wir haben die Mission schon mal gemacht und da haben wir 0% erreicht. Wir haben sie geschafft, haben wir 0% erreicht. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das geht. Aber wobei, man kann ja super langsam sein und trotzdem Missionsziele erreichen. So ist es ja nicht, ne? Also das geht ja. Aber trotzdem war es ein bisschen unsinnig jetzt. Aber gut. Ich denke, wir werden das jetzt so machen, dass wir direkt... Also die Scharfschützen, die kann man irgendwie sich komplett sparen, finde ich, weil das produziert einfach nur ohne Ende Opfer, wenn wir die verwenden. Für diesen Einsatz hat man ihnen die neue Sondereinsatzdrohne zur Verfügung gestellt. Auf dem Grundstück verstecken sich bestimmt ein paar Wachen. Mit der Drohne können sie sie aufspüren. Und in den Sondereinsatzhelikoptern befinden sich Schützen und Scharfschützen, die sich im Bedarfsfall direkt vor Ort abseilen können. Die Helikopter können im Wald nicht landen. Und bevor sie ihre Leute in der Nähe des Landguts abseilen, sollten sie sich um die Wachposten auf dem Grundstück kümmern. So. Die Drohne hat einen Wachposten aufgespürt. Bin unterwegs. Sicherheitshalber machen wir das jetzt mal so. Höre. Sofort. Ja? Was gibt's? Höre. So. Wird erledigt. Macht auf. Roger. Wir sollten das Tor am Eingang zum Wald öffnen, damit unsere Einsatzkräfte das Grundstück betreten können. Drohne hat jemand gefunden. Was gibt's? Kein Problem. Rufen wir mal zurück. Bisschen aufpassen, hier ist halt auch einer. Höre. Das heißt... Oh nee, echt jetzt. Was geht's gemacht? Wenn die Drohne verschwindet, dann sehe ich den nicht mehr. Ja? Das erklärt, warum die... Okay, das erklärt einiges. Ja? So. Bin unterwegs. Ich darf jetzt da sammeln. Ja? Auf dem Weg. Mal da vorne hin und dann... Was gibt's? Zu Befehl. Höre. Sofort. Machen wir das direkt mal so. Ja? Bin unterwegs. Ja? Genau, dann ist der nämlich direkt. Wir sollten die SEK-Drohne zurückholen, um dann den nächsten getarnten Wachposten aufspüren zu lassen. So. Ja? Rein in die gute Bude. Im Wald gibt es ein kleines Haus. Von dort aus wird das Grundstück offenbar mit Strom versorgt. Wenn Sie den mit dem Ingenieur abschalten, gehen die Lichter aus und Ihre Einsatzkräfte können unbemerkt vordringen. Ja? Ja, dann müssen wir hier halt mal da Sicht kriegen. Was gibt's? Das Problem ist ja halt, das sind ja nicht nur die zwei Wachen, das sind ja die drei Wachen und wenn wir nicht in den Strom ausmachen, dann laufen die alle darunter. Wenn wir da niemanden haben in dem Moment, ist das ja egal, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Schon unterwegs. Aber beim letzten Mal das Problem. Bestätige. Und das Ganze da ein bisschen gescheitert ist. Ja? Perfekt. Ja? Mitnehmen. Höre, bin unterwegs. So. Die Drohne jetzt. Was gibt's? Los geht's. Wenn ich zum nächsten weiterfliegen könnte, wenn ich ihn eingesammelt habe, dann wäre das cool. So muss ich mal warten. Sie sollten die Stromversorgung für das Grundstück ausschalten, damit die Lichter ausgehen. Der Ingenieur kann die Generatoren im Wald runterfahren. In Ordnung. Ich finde es ein bisschen gemein, dass sie diesen Tipp immer geben und man dann hier mal jemanden ins Messer laufen lässt. Das ist ganz schön uncool gelöst. Die Drohne soll bitte dahin fliegen. Ja? Ach, wenn die Drohne unterwegs ist, kann ich das Fahrzeug nicht bewegen. Bin unterwegs. So. Höre. Zu Befehl. Sofort. So. Auf dem Weg. Ja? 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 Achtung! Einheit unter Beschuss! Achtung! Sie müssen alle Opfer versorgen und aus dem Einsatzgebiet abtransportieren. Höre. Zu Befehl. Sofort. Wofür habe ich denn da... Blendgranaten geworfen? Schon unterwegs.
Ja, toll. Auf dem Weg, ich höre. Deswegen die Blindgranate dafür. Höre. Ziehen wir dich schon mal hier rüber. Bin unterwegs. So. Ja? Jetzt gehen wir mal hier runter. Schon unterwegs. Den wir da abgeführt haben. Auf dem Weg. Kommt der Notausgang. Sofort. Zack. Der kann mich da drin. Bin unterwegs. Gemacht. Ja? So. Roger. Sofort. Ja? Roger. Was geht? Bin unterwegs. So. Roger. Ja? Ja, habe verstanden. Wird. Auf dem Weg. Weil wir nämlich jetzt das Problem haben, dass die da gleich alle hinlaufen werden, wenn ich mit dem Ingenieur das Licht ausmache. Auf dem Weg. Und dann habe ich wieder das Problem, dass da wieder irgendein Was gibt's? Kopf herum liegt und sich die da alle versammeln und ich den dann wegkriege und am Ende wieder so ein großes Massaker anrichten muss. Ja. Was gibt's? Deswegen bin unterwegs. Machen wir das jetzt mal so. Schon unterwegs. Was gibt's? Habe verstanden. Und rufen wir zurück. Wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Wird ausgeführt. Nachtführung. Beleuchtung an den Wachtürmen ausgeschaltet. Noch kommen sie nicht rüber. Ich glaube, wenn das Licht vorne ausgeht, kommen sie rüber. Beleuchtung vor dem Hauptgebäude ausgeschaltet. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sie haben alle Opfer abtransportiert. Sehr gut. Das ist schon mal gut, weil jetzt kommen nämlich alle darüber. Und dann habe ich optimalerweise vielleicht sogar den Vorteil, dass wieder alle gesammelt stehen. Dann machen die vielleicht auch weniger Probleme. Dann muss ich mich nämlich nicht um die kümmern. Schon unterwegs. Höre. Ja, die Drohne lassen wir nämlich hier einfach auf mal. Auf dem Weg. In Ordnung. Höre. Dann bin ich damit aber egal. Die Drohnen sind dann Anfahrt oder bin unterwegs. Weil die sind jetzt alle da und versammeln sich da. Deswegen kann ich jetzt hier ganz easy in das Gebäude reinlaufen. Was gibt's? Vermutlich. Aber, guck an, da ist nämlich noch was. Bin unterwegs, jawohl. Waffen? Sofort. Genau. Ja? Schon unterwegs. Mal gucken. Bin unterwegs. Ja? Also aufpassen, dass wir den jetzt hier schießen. Ah, perfekt. Schon unterwegs. Wirf Gottes. Ja, so. Roger. Höre, kein Problem. Bin unterwegs. Sorry. Höre. So ein bisschen zumindest. Ja, habe verstanden. Was gibt's? Schon unterwegs. Gucken, wir müssen gleich nämlich die Waffen ziehen. Hunde, also die ganzen Wachhunde erschießen, die uns nämlich sonst alle auseinanderreißen. Ja, in Ordnung. Bitte losfliegen, danke. So, jetzt vielleicht auch schon noch. Unterwegs. Hallo, oh. Voila, der hat aber was auch gekriegt. Was wird gemacht? Ist gar nichts wird gemacht. Der Ingenieur ist allem erstmal bin raus. Unterwegs. Ja? Also die Drohne scheint jetzt erstmal nichts mehr zu finden. Was gibt's? Jawohl. Bestätige. Ja? Bin unterwegs. Sofort. Hat ihn nicht getroffen. Achtung, Kampfhunde sind los. Sie greifen die Einsatzkräfte an. Sofort ausschalten. Zu Befehl. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja, na. Ja? Dann schießt ihn doch bitte. Zu Befehl. Höre. Schon unterwegs. Nein, wo läufst du hin? Auf dem Weg. Ja? Jawohl. Kampfhund ausgeschaltet. Kampfhund ausgeschaltet. Kampfhund ausgeschaltet. Roger. So. Kampfhund ausgeschaltet. Lassen wir bitte alle ihre Waffen auf dem Spiel. Roger. So. Ah, wobei, sollte ich vielleicht mal nach vorne ziehen. Schon unterwegs. So. Ja? Schon unterwegs.
Gibt's jetzt noch irgendwen, der hier irgendwo versteckt rumliegt oder so? Ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, habe verstanden. Die Drohne hat nichts gefunden. Auf dem Weg. Ich glaube, hier am Anfang war auch noch niemand. Das ist die Problem, glaube ich. Dass sie teilweise hier nämlich so stehen, dass ich da... dass man das nämlich kaum sieht. Höre. Jawohl. Ja, so sieht man es gerade so. Sofort. Leider sind die, aber ist die KI auch nicht immer so... ganz verrückt, was die nicht angeht. Ja? Ja? Schon unterwegs, zu Befehl. Ja? Ja, komm, fuse den noch und schon dann... unterwegs. Was gibt's? Perfekt. Dann haben wir den nämlich... Warte mal, wir ziehen den mal irgendwie vor. Ja, komm, beide. Auf dem Weg. Der hier muss aber mal kurz da weg. Vielleicht sollte ich mal einen Notarzt nachholen. Muss mal aufpassen, dass die Wachtürme uns nicht beschießen. Auf dem Weg. Roger. Höre. Jetzt wieder gut. Bin unterwegs. Das heißt, der Notarzt... Auf dem Weg. Ja? Der Notarzt sollte jetzt eigentlich ohne Sirene am besten fahren. Sonst ist es ein bisschen auffällig. Was gibt's? So. Bestätige. Ne, warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt von hier einfach... Aber ich glaube, das geht nicht, weil die was Tür nicht auf ist. Schon unterwegs. Die Türen kann man nicht öffnen, als... Zu Befehl. Hier. Das geht offenbar nicht. Ja? Bin unterwegs. Dann setzt er schnell weg. Roger, höre. Schon unterwegs. So. Oh nein, warum backt er so? Warum backt er so? Das ist meistens der Anfang von der Stütz-Up. Höre. Roger. Auf dem Weg. Moment. Auf dem Weg. Ich sehe durch die Wand eigentlich, dass da noch mehr Leute sind. Schon unterwegs. Höre. Die hier sollten alle Handschellen in der Hand haben. Ich werde mich gleich schön mit dem Anführer rangeln. Schon unterwegs. Ah, komm. Achtung, der Anführer der Sekte versucht zu fliehen. Nehmen Sie ihn fest. Kein Schusswaffengebrauch. Wiederhole, kein Schusswaffengebrauch. Sofort. Sofort. Perfekt. So muss das. Okay. Keine Opfer bisher. Oh nein. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass die Wachen jetzt einen Genozid betreiben an den Leuten da. Ja? Schon unterwegs. Ja, schnelle Reaktion. Perfekt. 13 Minuten. Ja? Achso, das war das Achievement. Nein! Ach, egal. Den Typ, also den Sektenführer, glaube ich. Ja? Festgenommen. Schon anderen, unterwegs. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig. Irgend so ein, keine Ahnung, random Typ halt. Ja? Interessant. Was gibt's? Hervorragend gemacht. Das war eine super Leistung. Jawohl. 100%. 13,5 Minuten. Herzlichen Glückwunsch. 130. Sie erhalten eine Auszeichnung in Gold für überragende Leistungen beim letzten Einsatz. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut läuft. Halb so wenig Zeit und naja, einfach 130.000 Punkte mehr. Das kann man schon mal machen, ne? Ah ja, nächste Mission ist Lawine zerstört Innsbruck. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin.